Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur 392. Folge von ETS 2. Mein Name ist Uwe und ich habe euch ja in der letzten Folge versprochen, dass ich mal die Blätter mit den Namen raussuche und ich habe es tatsächlich gefunden innerhalb von einer Minute. So schwer war es gar nicht. Die nächsten zwei Namen sind Harald Brehm und der Eurogamer. Die zwei kommen auf den nächsten LKW drauf, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und ich möchte ja nochmal ganz kurz auf die Karte gucken. Wir haben jetzt gerade mal 200 Kilometer geschafft. Ist ja der Wahnsinn. So, uns wird auf jeden Fall noch einiges bevorstehen hier vor Mangkang. Und danach sieht es eigentlich relativ locker aus, bis hierhin zumindest, bis nach Kangding. Mangkang und Kangding, genau. Und nach Ya'an sollte es eigentlich wieder ganz gut gehen. Sieht aus, als wäre das auf jeden Fall eine Autobahn. Ich bin mal gespannt, wie viel. Also es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir heute tatsächlich noch bis Mangkang kommen. Ich probiere es einfach mal. Sehen wir mal. Indem ich aufhöre zu quatschen und endlich mal weiterzuspielen, sehen wir wahrscheinlich auch am meisten davon. So, jedes Mal, wenn ich kurz auf den Desktop gehe, um die Aufnahme zu beenden und so weiter und so fort, springt er aus dem Drive-Modus. Ist auch ein bisschen doof, aber okay. So. Ja, es geht weiter mit ETS 2. Ich freue mich so, ich freue mich so, ich freue mich so. Ich werde demnächst wahrscheinlich auch bald mal wieder Project Cars spielen und weiter im Voraus aufnehmen. Dann werde ich Project Cars mehr oder so, ja, so ein bisschen im Hintergrund halten sozusagen. Das Spiel bzw. das Projekt dann langsam mal so beenden, wobei mir jetzt gerade einfällt, dass Project Cars auch ein ziemlich langes Projekt wird, weil ich nämlich mich dazu entschlossen habe, tatsächlich jedes Event zu fahren, also jedes Einladungsevent und so weiter und so fort. Doch, das könnte tatsächlich eine lange Zeit dauern, bis das Projekt beendet ist. Was eigentlich ein bisschen doof ist, weil ich nur 100 Thumbnails vorbereitet habe. Tja, da muss ich wahrscheinlich nochmal 100 machen. nicht so wild jetzt. Jetzt sind wir ja in ETS 2. Ich wollte damit eigentlich nur andeuten, dass ich in Zukunft natürlich noch andere Projekte geplant habe. Also Need for Speed Reihe soll weitergehen. Da wird ja jetzt Need for Speed Carbon fällig sein. Boah, darauf hätte ich jetzt auch gerade richtig Lust, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich habe noch so viel anderes geplant. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich sehr, 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 sehr viel noch. ETS 2 wird aber natürlich immer weitergehen. Also wird nebenbei immer weitergehen, so wollte ich das eigentlich sagen. Und ETS 2 wird auch nicht der einzige LKW-Simulator sein, den ich spielen möchte. Wer schon ein bisschen länger verfolgt hier auf YouTube, weiß ja, dass ich mal vor ein paar Monaten 18 Wheels of Steel Across America gespielt habe. Das war ja das erste Spiel von SCS Software. So viel ich mich erinnern kann. Und da habe ich die komplette SCS-Software-Box hier zu Hause stehen. Also ich habe alle Spiele von SCS-Software, also alles, was ab Across America so da war, hätte ich im Angebot. Und ich will alles mal so ein bisschen anspielen und euch mal zeigen, wie sich SCS-Software so in der Zeit entwickelt hat und was so alles rausgekommen ist von den Leuten und so weiter und so fort. Und ja, da werde ich vielleicht demnächst mal das nächste Spiel angehen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welches das war. Ich glaube 18 Wheels of Steel Pedal to the Metal. Ich glaube, das wird es gewesen sein. Ich bin mir da nicht mehr sicher, aber ist ja auch erstmal scheißegal. Wir sind jetzt noch in ETS 2 und was so nebenbei kommt und so. Wenn es euch tatsächlich interessiert, ich glaube, dann werdet ihr es sowieso sehen auf dem Kanal und wenn nicht, dann ist ja auch okay. Die meisten werden wahrscheinlich eh nur ETS 2 gucken bei mir, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja alles Geschmackssache und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass ich auch ein Let's Player bin, der jetzt nicht unbedingt die aktuellsten Spiele spielt oder immer auf dem aktuellsten Stand ist. Ich glaube, dafür fehlt mir auch einfach so ein bisschen die Zeit und alles. Ich bin mehr so ein Oldschool-Let's Player. Ich mache halt eben das, was halt wahrscheinlich schon 5000 Mal auf YouTube gelaufen ist und ich mache das dann trotzdem. Das mache ich dann aber einfach, weil es mir tatsächlich Bock macht. Auch mal Spiele wieder auszugraben, die ich vor, was weiß ich, wie vielen Jahren schon mal selber gespielt habe und euch, ja, um euch das so ein bisschen zu zeigen und die meisten werden es vielleicht schon selber kennen und so weiter und so fort, aber
ja, trotzdem mit euch zusammenspielen und nicht für mich alleine. Also wenn ich teilweise mittlerweile Spiele spiele, wo ich nicht Let's Playe, da komme ich mir immer so ein bisschen komisch bei. Dann denke ich mir, nein, das spielst du irgendwann mal in Let's Play, jetzt spielst du es nie, jetzt spielst du was anderes. Und dann hocke ich mich meistens hin und zocke dann doch nichts, sondern gucke irgendwie YouTube in letzter Zeit oder was weiß ich was. Also privat zocken tue ich eigentlich so gut wie fast nichts mehr, außer Counter-Strike noch und ab und zu mal Forza Motorsport. Aber so an sich nicht mehr wirklich viel. Doch, im Moment spiele ich ab und zu noch so BeamNG Drive. Assetto Corsa habe ich mal wieder ausgepackt, das habe ich mir ja zu Weihnachten gekauft gehabt. Habe es da auch mal ganz kurz angespielt, aber seitdem nicht mehr. Aber Assetto Corsa, da habe ich jetzt tatsächlich festgestellt, dass es dort einen Karrieremodus gibt. Also, irgendwann mal bald Let's Play, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber vielleicht nicht unbedingt direkt nach Project Cars, weil Project Cars so als Rennspiel, so als Simcade oder... Ich will jetzt nicht sagen, dass Project Cars eine volle Simulation ist, aber ne, ihr wisst schon, so als Rennspiel reicht das erstmal. Danach dann vielleicht erstmal Need for Speed weitermachen oder so. Mal schauen. Ich hätte auch mal wieder Bock auf einen Shooter, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da kommt ja dieses Jahr, Metro Exodus soll ja dieses Jahr kommen. Und ich habe ja Metro 2033 und Metro Last Light auch Let's Played. Und Metro Exodus wäre daher natürlich ein sehr, sehr interessantes Projekt, finde ich. So, wir haben natürlich hier in den Gebirgen einen ziemlich hohen Verbrauch an Diesel. Ne? Da sehen wir es auch so auf 100 Kilometer, knapp 50 Liter. Das ist schon für so einen modernen LKW, wir fahren ja auch in Euro 6, ist das schon ganz schön happig. Wow, wie steil ist denn dieser Berg bitte? Und du willst mir verzählen, dieser kleine MAN da... Gut, ist ja auch nur irgendwie ein 12-Tonner oder was. Leck mich doch am Arsch, Alter. So, Differentialsperre. Ich möchte hinzufügen, dass ich hier mit Anlauf hochgekommen bin, ne? So, probieren wir es mal so. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich machen soll, wenn ich jetzt hier nicht hochkomme. Das wird nämlich jetzt auch nicht wirklich viel nützen. Komm, das gibt's doch nicht. Wir sind schon viel, viel steilere Berge hochgefahren. Lass mich doch verarschen, ey. Heilige Scheiße. Okay. Oh, da kommt tatsächlich... Ja, hallo! Okay. Okay, wir versuchen es nochmal mit Anlauf. Ich kann jetzt aber nichts garantieren. Wird wahrscheinlich auch nicht sehr viel besser laufen. Boah, hier schwächelt er ja auch schon. Das ist jetzt nicht wirklich Anlauf, aber... Scheiße, was mache ich, wenn ich hier nicht hochkomme? Da muss ich tatsächlich gucken, dass ich vielleicht zurückfahre, wieder in die Stadt vorher und mir ein gescheites Fahrwerk hole. Komm. Alter, das gibt's doch einfach nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Okay, wir fahren jetzt erstmal wieder rückwärts. Ich weiß nicht, wie ich diesen Berg hier hochkommen soll tatsächlich.
weil der ist schon verdammt steil. Aber komm, wir sind schon steileres hochgekommen, oder? Oder irre ich mich, das kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt da irre. Irgendwie muss ich da hochkommen. Und wenn ich dafür jetzt gleich die Haarschaltung wieder anmache. Wisst ihr was? Genau das mache ich jetzt auch. Haarschaltung. So, ich glaube, dann müsste es auch direkt wieder funktionieren. Okay. Wobei jetzt der Motor ausgegangen ist. Das Problem ja nicht mal das war, dass er einfach hochgeschalten hat oder so. War ja alles in Ordnung. Das Problem ist halt einfach nur, dass er die Gänge nicht so richtig ausfahren kann, glaube ich. Da vorne kommt ein Bus, das ist natürlich grandios. Als ob. Als ob, als ob, als ob er hier nicht hochzieht, Alter. Also man muss schon sagen, es ist wirklich. Ja, ich weiß ja. Oh, leck mich doch am Arsch. Och, und jetzt wird der Typ natürlich auch noch müde. Das ist ja grandios. Ja, wenn es kommt, dann kommt es halt richtig, ne, Leute? So ist es doch immer. Huch. Oh, das ist zu schnell! Heilige Scheiße, ey. So, wir werden es jetzt gleich nochmal probieren und wenn es dann nicht klappt, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, ich müsste eigentlich gucken, dass ich vielleicht den Berg da vorne einfach mit mehr Geschwindigkeit runterkomme. Hier geht es ja schon hoch, ne? Das war da. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es versuchen soll, ehrlich gesagt. Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube nämlich nicht, dass wir das schaffen werden. Der wird ja jetzt schon wieder langsamer. Ach, komm, ey. Okay. Wir versuchen es jetzt mal mit sehr viel Anlauf. Wir werden den Berg nochmal zurückfahren. Nochmal da hochfahren und dann mit mehr Geschwindigkeit runterkommen. Wir werden einfach mal Vollstoff geben. In der Hoffnung, dass wir dann den Berg hochkommen. Das ist der Grund, weshalb ich eigentlich doch ganz gerne Automatik fahre hier. Ich bin nämlich mit dem Schalten. Ich komme dann nicht so ganz hinterher. Und es hört sich auch nicht so gut an im Getriebe, ne? So. Wahnsinn, dass wir da nicht hochkommen, ey. So, den lassen wir erstmal vorbei. Und dann werden wir jetzt mal drehen. Jetzt wird der Typ echt müde, Alter. Das kann ich gerade sowas von überhaupt nicht gebrauchen. Ach, wir haben gar keinen Frontspiegel, merke ich gerade. Da wollte jemand mal wieder ein gecleantes Design haben. Manchmal nicht ganz so vorteilhaft, aber naja, gut. So. Duff, dann zeig mal bitte, was du kannst. Gefällt mir gar nicht so in den roten Bereich.
Jetzt ist er bei 90 abgeriegelt. Oh, oh. Komm, 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 komm. Okay, 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 komm, 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 komm. Oh Gott! Hör nicht auf, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Motor aus, natürlich. Wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich... Och nein, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich weiß! Ich weiß, du bist müde. Verdammte Scheiße, wir müssen hier hochkommen. Irgendwie müssen wir doch hier hochkommen. Ach du Scheiße. Natürlich blöd, wenn der Motor ausgeht, ne? Okay. Alter, das gefällt mir jetzt gerade ganz und gar nicht. Das hier ist eine Folge, die ist so gerade so ein bisschen für den Arsch, aber... Irgendwie müssen wir uns jetzt hier hochkämpfen. Und ich habe jetzt, mir fällt jetzt gerade nur eine Sache ein, wie wir das vielleicht schaffen könnten. Wir probieren es jetzt auf jeden Fall nochmal so wie gerade eben. Nur mit dem Unterschied, dass ich die Geschwindigkeitsbegrenzung abschalten werde. Weil sonst kommen wir nämlich wieder genauso schnell da unten an wie, oder da oben, wie gerade eben. Und 90 km/h bringt ja nicht allzu viel, wie wir gesehen haben. So, Gamma Play. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wie, wo, was. Verbrauchseinheiten, wahrscheinlich nicht Kameraeinstellungen. LKW-Einstellungen, Stärke der Bremsen. Geschwindigkeitsbegrenzer, hier. Kurz mal deaktivieren. Und jetzt probieren wir das Ganze einfach nochmal. Also heute fühle ich mich echt gemobbt. Mir ist aber auch eingefallen, dass ich in der Gruppe mit den kleinen Gängen bin. Ich könnte mal die größeren ausprobieren, dann kommen wir nämlich wenigstens in den 12. Gang. Der bringt uns dann vielleicht ein bisschen mehr. Vor allem jetzt ohne Geschwindigkeitsbegrenzer leben. So, ich habe natürlich schon wieder voll vergessen, wie das Ganze hier so richtig funktioniert mit dem Schalten und alles. Leute, gebt mir bitte ein bisschen Zeit. Ich habe seit 3 Monaten nicht mehr gespielt. So, jetzt probieren wir es aber nochmal. So richtig mit Vollgas. Leck mich doch einer am Sack, ey. Das war jetzt natürlich eine super schwere Geburt. Oh, fuck. Hoffentlich kommt sowas nicht nochmal. Hoffentlich kommt sowas nicht nochmal. Alter Schwede. Es sieht aber auch in der Cockpit-Perspektive, sieht das Ganze gar nicht so steil aus, ne? Aber wenn man da mal in die Außenkamera geht, da sieht man mal... Ach du Scheiße, Alter, das geht da ganz schön steil hoch, ey. Ist halt echt der Wahnsinn. So, jetzt ist natürlich die andere Scheiße, also das nächste Problem. Wir brauchen einen Parkplatz, wir brauchen eine Schlafmöglichkeit. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal irgendwie an eine Schlafmöglichkeit rankommen. Wenn ich das natürlich sehr, sehr bescheuert, weil wir dann alle paar Minuten 280 Euro Strafe zahlen. Oder ich glaube, könnte sogar sein, dass die Strafe teurer wird oder so. Weiß es nicht mehr ganz genau. Wie gesagt, das ist jetzt mittlerweile echt schon wieder lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, ne? 3 Monate, meine lieben Freunde. Boah, dieser Berg, der hat mir jetzt gerade echt
Mann, 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 Mann. Vielleicht, ich weiß ja jetzt nicht, ne? Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich denke, so schnell werden wir zur ROC-Mod, also auf die Republic of China, gar nicht mehr kommen dann, weil ich jetzt auch erstmal die Nase voll habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die ROC-Mod ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel, so. Da reicht vielleicht die Russia-Map und die anderen Add-ons und ROC einfach mal weglassen, eventuell. Boah, ich glaube nicht, dass in naher Zukunft ein Parkplatz kommt, Freunde, so wie es aussieht. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Erst nach den ganzen Kurven kommt einer, habe ich gerade gesehen. Aber so wie es aussieht, geht's. Nee, es geht nicht bergab, es geht bergauf. Scheiße, 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 scheiße. Na egal, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal manuelle Gangschaltung drinne. Verzeiht mir auch die ganzen Fehler beim Schalten, die ich da mache. Also ihr hört ab und zu mal das Getriebe knarren und summen und so. Das ist natürlich nicht beabsichtigt. Oh, 560 Euro sind es jetzt schon, aber ich glaube, das ist der Grund. Das war bestimmt, weil die Polizei gerade an uns vorbeigefahren ist. Die hat das dann gesehen. Die hat sofort unseren Tachografen ausgescannt, irgendwie während beim Fahren, und hat uns während dem Fahren 560 Euro aus der Brieftasche genommen. Irgendwie kriegt die Polizei das hier in China hin. Die sind ja gefuchst, die Leute hier. Oh, fuck, Alter. Das Problem wird natürlich auch sein, oh, das wird jetzt mega gefährlich, wenn der Typ die Augen zumacht, ne, weil er ja pennen will. Wir können dann nicht bremsen, nicht lenken, nichts. Also es wäre nicht schlecht. Wenigstens kommt da oben gleich eine Tankstelle. Das ist auf jeden Fall schon mal was wert. Aber das dauert jetzt noch. Wir haben noch 1, 2, 3, ja, 4 Kurven vor uns. Und dann erst kommt die scheiß Tankstelle. Das heißt, es sind 4 Möglichkeiten, ja, zu sterben. Da gibt es natürlich jetzt zwei Möglichkeiten, wie man dem Ganzen entgehen könnte. Entweder wir fahren echt schnell, damit wir so früh wie möglich da oben ankommen. Oder wir fahren echt langsam, damit uns erstmal gar nicht sowas passiert. Oh, das säuft er jedes Mal ab, ey. Scheiße. Leckt mich doch am Sack. Habe ich jetzt die Differentialsperre drin? Ja, habe ich. Okay. Ja, ich würde doch gerne, aber ich komme gerade nicht mehr berghoch. Komm, 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 komm. Er säuft wieder ab. Ihr lieben Leute da hinten, könntet ihr eventuell mal irgendwie ein bisschen Platz schaffen oder so? Ich könnte ja auch mal, ich bin so ein Idiot, ne? Ich könnte auch mal in den ersten schalten. Wäre vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Wie gesagt, ich 3 Monate schon nicht mehr gespielt. Und selbst das bringt mir nichts mehr. Alter! Mann, Mann, Mann. Wartet mal, macht ihr Platz, wenn ich einen Rückwärtsgang einlege? Ich komme hier nicht mehr weg! Ach, das ist jetzt echt scheiße. Hier gibt es nicht zufällig eine Winde, so wie in Spin Tires oder so.
Tja, was soll ich machen? Ich komme hier nicht mehr vom Fleck. Ich komme hier nicht mehr vom Fleck, Alter. Heilige Scheiße. Okay, das ist schon ganz schön ordentlich hier. Wenn ich mich jetzt abschleppen lasse, dann komme ich höchstwahrscheinlich nach Xiangji und nicht nach Miangang. Oder? Wenn ich natürlich dahin kommen würde, wäre das natürlich grandios, ne? Oh, nach Mankang. Jo, ich habe Hilfe gebraucht und habe mich abschleppen lassen. Und wir werden ja jetzt an der Werkstatt stehen und ich werde, glaube ich, jetzt etwas Sinnvolles tun hier in der Werkstatt. Huch. Muss ich aber erstmal speichern, falls das Spiel tatsächlich stürzen sollte. Ich hoffe aber nicht. Es kann aber sein, dass sich jetzt einiges verändert am LKW, dass er nicht mehr so aussehen wird wie vorher. Und zwar, wenn ich ein 6x4. Der 6x4, der wird dann nicht wirklich viel helfen. Wir könnten es aber natürlich erstmal probieren. So, jetzt muss ich natürlich erstmal meine Lackierung wiederfinden. Und wer weiß, wo die ist, ey. Scheiße. Ich weiß auch nicht mehr, von welchem DLC die war, sonst könnte ich ja filtern. Da ist sie doch. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Was sind das für Felgen? Dark Silver waren das. Ja, genau. So, dann brauche ich noch die. Oh, das waren sogar die richtigen. Hey, cool. Da brauche ich noch die richtigen Reifen. Das waren die Michelin X Multiway. Ja, das sieht so aus, als wären die hier gewesen. Alles klar. Okay. Probieren wir es halt mal mit dem 6x4. Versuchen wir zumindest mal weiter damit zu kommen. Jetzt wurde uns schon wieder Geld abgezogen. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? Wir können hier direkt schlafen, das ist ja wunderbar. Dann werden wir auf jeden Fall direkt hier pennen gehen. Nachdem wir uns hier irgendwie hingestellt haben mit dem Auflieger. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich mich hinstellen soll, aber. Ja. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich schwieriges Unterfangen, da gescheit hochzukommen. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, mir hat auf jeden Fall vorher schon mal jemand geschrieben, ich soll doch ein anderes Fahrwerk nehmen, weil ich mit diesem wahrscheinlich Probleme haben werde. Und ich habe schon mit sowas gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so schlimm wird, dass ich überhaupt nicht mehr hochkomme, sondern dass es einfach schwierig wird. Aber dass ich überhaupt nicht mehr hochkomme, ist natürlich was anderes. Hallo, 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 hallo. Alter. Jetzt werde ich tatsächlich angerufen gerade. Aber ist mir egal, ich habe jetzt eh nur noch 1 Minute Aufnahmezeit und dann kann ich ja nachgucken. So. Wir werden jetzt natürlich erstmal pennen. Ja, Handy ist gut, ich höre dich. So, jetzt regnet es auch noch, ist ja wahnsinnig toll. Tja, liebe Freunde. So endet der zweite Part hier in der neuen Wohnung nach 3 Monaten Aufnahmepause endet der Part so tatsächlich. Ist ein bisschen hässlich geworden. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir tatsächlich mit dem 6x4 ein bisschen mehr Glück haben werden. Ich habe den 6x4 damals nur nicht ausgewählt, weil ich das Lenkverhalten so ein bisschen komisch finde von den Dingern. Aber wir werden ja sehen. Wir haben hier jetzt bei Mangang nicht mehr ganz so viel vor uns. Wir haben auf jeden Fall einige Kilometer jetzt überspringen können. Ne? Da sehen wir hier auch nochmal 1500 Kilometer. Hier der Rest sollte relativ gut verlaufen. Hier wird es dann vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger. Hier so die Stelle. Das hier sieht ganz
ausgedehnt eigentlich aus. Und dann, ja, ich denke, der Rest wird zu bewältigen sein. Da hätte ich jetzt das Fahrwerk vielleicht gar nicht mehr wechseln brauchen. Aber ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Das ist ja scheißegal jetzt erstmal. Ich meine, wir haben nicht wirklich Geldprobleme. Also von dem her passt das schon. Und ja, ich werde dann mal gucken, dass ich jetzt bald demnächst diese Tour hier fertig bekomme, damit ich das Spiel updaten kann. Und dann holen wir uns auch wieder einen neuen LKW und fahren dann mal, ich sage mal, normale Touren. Ich denke, ROC, die Map-Mod, also Republic of China, werde ich dann tatsächlich beim nächsten Mal vielleicht rausmachen. Weil das ist auch eine riesen Ladezeit. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ist natürlich schön und gut, dass die Map dann so groß ist. Aber ich glaube kaum, liebe Freunde, ich glaube kaum, dass wir alles zu sehen bekommen irgendwie mal. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, der ganze Teil, wir haben ja nur diesen einen Zugang hier. Ne? Nur das hier, was wir alles gesehen haben und was so, ich sag jetzt mal in Gänsefüßchen, langweilig war. Das ist die einzige Zufahrt zu dem hier, was hier oben ist. Und ich denke nicht, dass wir das nochmal irgendwie in naher Zukunft machen werden. Da haben wir dann vielleicht wirklich viel, viel mehr davon, wenn wir mal die Russia-Map weiter abklappern. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich auch viel, viel mehr Spaß dran haben, weil die, ja, ich glaube, die ist einfach detailgetreuer. So. Ja, Indonesien haben wir ja auch noch drin, hier IAA auch noch. Und den ganzen anderen Scheiß. Ja, gucken wir einfach mal, Leute. Lasst euch mal überraschen. Ich mache es ja genauso. Also, ich weiß es auch noch nicht zu 100%, wie ich das mache und so. Aber wir werden ja sehen. Ich mache das relativ spontan. Ihr könnt ja eure Meinung einfach mal in die Kommentare schreiben und dann schauen wir mal zusammen und gemeinsam, wie das Ganze dann läuft. Und ja, ist jetzt ein bisschen, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, für die allererste Aufnahme jetzt in dieser Wohnung, das ist zwar die zweite Folge, aber immer noch dieselbe Aufnahmesession. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht jetzt von mir. Ich glaube, das hätte tatsächlich besser laufen können, hätte ich von Anfang an ein anderes Fahrwerk drin. Aber vielleicht macht das Fahrwerk tatsächlich gar nicht so einen großen Unterschied. Weil die Kurven da tatsächlich echt wahnsinnig scheiße scharf sind. Ich will jetzt den DAF ja auch nicht runterziehen, ne? Aber der hat halt auch nur seine 500 PS. 530, um genau zu sein. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so viel für so steile Sachen. Aber ist ja auch egal, Freunde. Ich will euch jetzt nicht noch tot langweilen, zu Tode langweilen. Wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder und dann machen wir hier weiter und dann sehen wir mal, wie der Rest läuft. Und diese Tour werde ich auf jeden Fall noch fertig machen. Und ja, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge in Part 200, was? 93, genau. Ne, 393. Alter Schwede, wir sind fast bei 400 Folgen jetzt. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Resttag und wir hören uns dann in der nächsten Folge mal zu. Haut rein. Ciao.